Im Jahre 1954 ging der Mittelklassewagen Borgward Isabella als Nachfolger des Hansa 1500 in Produktion. Die vorgesehene Modellbezeichnung sollte zunächst Hansa 1500 lauten, aber man entschied sich, den noch während der Designphase geprägten werksinternen Namen Isabella zu übernehmen. Die Wahl des Namens war eher zufällig. Karl Borgward hatte, als er gefragt wurde, wie der Wagen denn heißen solle, spontan geantwortet: "Das ist mir egal, schreibt meinetwegen Isabella drauf." So verewigte sich der Name dann auch auf dem rhombusförmigen Logo des neuen Fahrzeugs aus Bremen. Der Borgward Isabella sollte ein alltagstauglicher, leistungsoptimierter Mittelklassewagen sein. Mit der selbsttragenden Karosserie verabschiedete man sich bei Borgward von der strengen, glatten und bullig wirkenden Pontonform des Vorgängers. Die Kotflügel sind plastisch ausgewölbt und ziehen sich in einer eleganten Form zu dem Türschweller. Eine seitliche Chromzierleiste unterstützt die dynamische Linie. Der Wagen wirkt elegant, modern und großräumig. Einige Teile, wie beispielsweise die Kotflügel, sind mit der Karosserie verschraubt und können ohne großen Aufwand umgebaut werden. Ein als robust geltender 1,5 Liter Vierzylindermotor mit 60 PS bei 4700 Umdrehungen mit Wasserkühlung treibt den knapp 1000 Kilogramm wiegenden Wagen an. Konstruiert wurde der Motor von Karl Ludwig Brandt. Der Motor war an sich einfach ausgelegt. Fallstromvergaser, unten liegende Nockenwelle, Ventile über Stößelstangen und Kipphebel gesteuert. Eine Besonderheit des Motors zeigte in der damaligen Zeit Hochwertigkeit des Fahrzeugs an, der Nebenstromölfilter. Zusätzlich zum Hauptölfilter läuft über einen Bypass das Öl zusätzlich in den Nebenstromölfilter und wird dort im Umlauf nochmals gefiltert. Dadurch ist bei der Isabella eine Laufleistung von mehreren 100.000 Kilometern keine Seltenheit. Im Vergleich zur Konkurrenz, das war damals der Mercedes Pontón mit 40 PS oder dem etwas günstigeren Opel Olympia Rekord mit ebenfalls 40 PS, galt der Borgward Isabella als sportlich. Das Fahrwerk hängt in der Baugruppe zusammengefasst elastisch an einer tragenden Karosserie. Die Vorderräder an doppelten Querlenkern sind aufgehängt mit einer Schraubenfeder, Teleskopstoßdämpfer und Stabilisator. Die Hinterachse ist eine Pendelachse mit Schraubenfedern und Zugstreben. In ihrer achtjährigen Produktionszeit brachte es die Isabella doch auf eine Produktionszahl von 202.862 Fahrzeugen. Borgward-Werke erlebten unter anderem ihre Blütezeit mit dem erfolgreichen Isabella. Ein Nachfolgermodell wurde aufgrund der bis heute viel diskutierten Firmeninsolvenz nicht mehr gebaut.